Das, was wir jetzt erleben werden, da arbeiten sowohl die lichte Seite als auch die dunkle Seite, in Anführungszeichen, die arbeiten in die gleiche Richtung. Denn das Ziel, was jetzt ansteht, heißt die Zerstörung der technokratischen Zivilisation. Hey, hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder da seid zu einem weiteren Interview mit Reik Gawe. Reik Gawe ist Gesundheitslehrer, Arzt und Privatforscher. Und wir werden heute über ein ganz wichtiges Thema reden. Und zwar, wach endlich auf, warum du jetzt hier bist. Warum es so wichtig ist, dass die Menschen jetzt aufwachen, jetzt auch ins Handeln kommen, weil jetzt eine ganz, ganz bedeutende Zeit ist. Reik wird dafür ganz viele Punkte gleich aufschlüsseln, die auch dazu führen, dass wir uns selber erkennen. Wenn wir uns selber erkennen, dann wissen wir, was ist jetzt zu tun, was ist jetzt die Aufgabe und wie wichtig ist vor allem der Mensch in dieser komplexen Zeit, dieser herausfordernden Zeit, um auch eine konkrete Lösung aus diesem Schlamassel zu kreieren. Wer noch mehr zu diesem Thema wissen möchte, der kann sich gerne das gratis Online-Webinar von Reik anschauen, der Weg zur wahren Selbsterkenntnis. Da geht es unter anderem noch weiterführend darum, warum es beim Prozess der Selbsterkenntnis eigentlich nur 4 wichtige Fragen gibt und welche das genau sind, warum das Thema der Selbsterkenntnis heute wichtiger ist als jemals zuvor und welche grundlegenden 2 Wege der Selbsterkenntnis es gibt und als drittes noch ganz wichtig, wie genau wir Menschen bisher manipuliert wurden und welche 3 Ebenen der Manipulation es überhaupt gibt. Also, ich wünsche euch jetzt viel Freude bei dem Interview und falls ihr Interesse am Online-Webinar habt, unter dem Video findet ihr den Link. Herzlich willkommen, Reik, schön, dass du wieder da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich drauf. Sehr gut. Also um das Ganze jetzt mal einzuordnen, zeitlich und einen Rahmen zu schaffen, geh doch mal gerne darauf ein, was meinst du, wo stehen wir aktuell als Menschheit mit unserer Entwicklung? Ja, wir haben eine spannende Zeit, in der wir uns gerade befinden. Ich glaube, das wissen mittlerweile sehr viele oder immer mehr realisieren es, dass es offensichtlich was Wichtiges ist, was hier gerade passiert. Und gleichzeitig erleben wir aber auch eine Krisenzeit. Und deswegen stellt sich immer mehr natürlich auch die Frage nach dem Sinn. Warum passiert das hier? Oder wohin soll das führen? Und ich möchte gerne mal, um das Thema besser reinzukommen, ein ganz kurzes Zitat vorlesen. Und zwar von Alexander Solzhenitsyn, ein russischer Schriftsteller, Systemkritiker, aber auch Literaturnobelpreisträger. Und der hat mal Folgendes gesagt. Man kann alle wirtschaftlichen, staatlichen und physischen Katastrophen überleben, nicht aber geistige. Wenn wir uns aufgeben, wenn wir aufhören an uns, an unsere Zukunft zu glauben, dann sind wir erledigt. So, was haben wir gerade? Naja, wir haben wirtschaftliche Krisen, wir haben staatliche Krisen, wir haben Gesundheitskrisen, also physische Krisen könnte man sagen. Wir haben aber auch eine globale Sinn- und Systemkrise. Und diese Sinn- und Systemkrise hat meines Erachtens hauptsächlich damit zu tun, dass wir ein viel zu beschränktes Welt- und Menschenbild haben. Und wir erleben gerade die entsprechenden Grenzen dieses Weltbildes. Und im Prinzip kann man ja sagen, wann fragt sich ein Mensch generell oder stellt sich die Frage nach dem Sinn? Aus meiner Sicht sind es ja eigentlich immer nur 2 Phasen im Leben. Entweder wenn er sich total langweilt, also im Grunde überhaupt nicht mehr so recht weiß, was er macht, dann kommt die Frage, naja, warum bin ich eigentlich hier? Was könnte ich jetzt machen? Also so, das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist genau das, was wir gerade erleben, wenn du maximal in der Krise steckst, also wenn du sozusagen in Leiterfahrungen drin steckst und das Gefühl hast, du verlierst die Kontrolle über dein Leben, auch dann stellst du dir die Frage, was passiert dir eigentlich? Warum passiert mir das? Was kann ich jetzt machen? Und ich glaube, deswegen ist es jetzt so wichtig, weil die meisten sich eher in der Krisenzeit befinden und gerade, ich sage mal, einen sehr anstrengenden Ausbildungsweg haben, denn die Leiterfahrungen sind aus meiner Sicht Teil des eigenen Ausbildungsweges. Und ich glaube, es ist wichtig, Leiterfahrungen nicht nur im Negativen zu sehen, sondern auch zu verstehen, dass Leiterfahrungen notwendig sind, um vielleicht eine gewisse Kurskorrektur im eigenen Lebensweg zu machen. Hört sich jetzt hochgetragen philosophisch an. Hinterher kann man es meistens erst so für sich nachvollziehen, wenn man die Leiterfahrung durchlebt hat und da vielleicht auch sogar das Geschenk in der Leiterfahrung gesehen hat und die Erkenntnis aus der Leiterfahrung gezogen hat. Dann kann man sagen, ja, das stimmt. Also nach dem Motto, das Leben wird vorwärts gelebt, aber rückwärts verstanden. Und rückwärts verstanden heißt, dass dein Leben ein roter Faden ist.
Und das ist etwas, was, glaube ich, ganz entscheidend ist. Also das heißt, wir befinden uns jetzt in einer Zeit, ich nenne das immer gerne eine Auflösungs- und Übergangsphase. Und diese Übergangsphase ist die Frage jetzt für uns, wo soll es hingehen? Also das Problem ist ja, wenn uns gerade alles genommen wird, was wir bis dato kannten im Außen, also diese Sicherheit im Außen, diese Stabilität im Außen, diese Vorhersagbarkeit im Außen. Und jetzt sind wir seit gut 3 Jahren, mehr als 3 Jahre sogar schon, sind wir in einer Krisenzeit, die sich mal mehr, mal weniger intensiv zeigt, aber sie führt dazu, dass viele Menschen Angst haben. Angst vor der Zukunft, Angst vor der Verarmung, Angst vor der Ungewissheit. So. Und wenn wir diese Zeitqualität, in der wir uns jetzt mal befinden, wenn man das mal so ein bisschen charakterisieren wollte, sind wir im Grunde in einem Zeitalter der maximalen Entwurzelung, Orientierungslosigkeit, Bindungslosigkeit, dann aber auch, wenn man sich jetzt so das Verhalten vieler Menschen anschaut, im Zeitalter der Antivernunft, also vernünftiges Verhalten sieht anders aus, also im Grunde völlig irrational. Es ist ein Zeitalter der Gottlosigkeit und des absolut überzogenen Materialismus. Und da befinden wir uns gerade. Und dieses Zeitalter findet sich jetzt gleichzeitig aber auch in einer Auflösungsphase. Und ich habe mal vor vielen Jahren, das hat mich damals, hat mir auch sehr viel Klarheit gegeben, habe ich mal von einem russischen Gelehrten, einem vedischen Lehrer, der hat mal Folgendes gesagt, es war 2012, zu das, was jetzt gerade, was wir jetzt erleben, hat er damals schon gesagt, worum es geht. Er hat gesagt, das, was wir jetzt erleben werden, da arbeiten sowohl die lichte Seite als auch die dunkle Seite, in Anführungszeichen, die arbeiten in die gleiche Richtung. Denn das Ziel, was jetzt ansteht, heißt die Zerstörung der technokratischen Zivilisation. Aber man muss verstehen, obwohl jetzt, sage ich mal, die Götter und die Dämonen in die gleiche Richtung arbeiten, nämlich das Ziel, die technokratische Zivilisation zu zerstören, passiert diese Art von Zerstörung aus zwei völlig unterschiedlichen Motiven. Die dunkle Seite beansprucht für sich die Ressourcen des Planeten und hat vor, und das können wir immer klarer sehen, eine Art von Masse-Elite-Gesellschaft zu erschaffen. Eine transhumanistisch gesteuerte Masse-Elite-Gesellschaft. Das heißt also, die Masse verarmt, das sehen wir jetzt gerade, der Großteil wird deindustrialisiert, damit auch verarmt. Und nur eine kleine, selbsternannte Elite bekommt dann sozusagen alles, die maximale Kontrolle. So. Das ist deren Motivation. Also die sagen, wir sind sozusagen, wir verhalten uns wie Parasiten, wir verhalten uns wir beuten die Ressourcen des Planeten aus, die sie für sich beanspruchen. Und aus diesem Grund muss uns sozusagen die Möglichkeit genommen werden, was weiß ich, ein Auto zu haben, ein eigenes Haus zu haben. Und dann kommen diese ganzen Agenda 2030, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, kann man ein bisschen recherchieren, wo es hingehen soll. Das ist also deren Motivation. Also wir uns sozusagen das Spielzeug genommen. Ja, also die technokratischen Spielzeuge. Das ist deren Motivation. Die Seite der Götter oder der lichten Kräfte verfolgt das gleiche Ziel. Aber die Motivation dahinter ist eine andere. Denn ein Mensch oder die Menschheit, die sich zu sehr in die Abhängigkeit zur Technik begeben hat, und das ist ja das, was wir seit der Industrialisierung haben, verlieren mehr und mehr ihren spirituellen Zugang. Das heißt, uns wird jetzt diese Technologie mehr und mehr madig gemacht, in gewisser Weise, damit wir offensichtlich wieder mehr zu uns selbst finden können. Denn wir befinden uns ja in einem Zeitalter der Normopathie. Ich rede von einer Pandemie der Normopathie, also einer Natur- und Selbstentfremdung des Menschen. Und viele Menschen haben kaum noch Zugang zu sich selbst, also zu ihrem wahren Wesenskern, weil sie so dermaßen von den ganzen technischen Spielzeugen da draußen abgelenkt sind. Also Stichwort digitale Drogen. Und wenn du nur noch im Außen bist und dich nur noch über diese Besitztümer definierst oder auch über die ganzen Sinnesreize, die dir mithilfe der digitalen Medien vermittelt werden, dann verlierst du dich. Du bist komplett in der Außenwelt, in der Abhängigkeit und das wird dir in gewisser Weise genommen. Mhm. Das heißt, du hast jetzt dadurch die Möglichkeit, wieder mehr zu dir selbst zu finden. Natürlich ist das nicht kein schöner Prozess, wenn man sich erstmal an diese Spielzeuge alle gewohnt hat und jetzt werden die einem so nach und nach genommen. Und zwar, sie werden einem dadurch genommen, dass dir die Möglichkeit gegeben wird, sie dir zu kaufen, immer mehr, weil die Verarmung massiv stattfindet. Natürlich haben wir eine Digitalisierung und die Digitalisierung soll ja auch die Kontrolle erhöhen
auf die Menschen, Masseliten-Gesellschaft, ja, also technokratische Masseliten-Gesellschaft, aber eben, dass die Menschen, die dann in dieser Abhängigkeit, in dieser maximalen Abhängigkeit sind, möglichst wenig Ressourcen verbrauchen von denen, wo andere sagen, das sind unsere. Ja, das muss man erstmal verstanden haben. Und jetzt kann man sich dagegen auflehnen oder sich mal die Frage stellen, vielleicht ist da auch wirklich ein Quintchen, eine Chance drinne, dass es nicht nur schlecht ist, dass wir jetzt gerade das erleben, was wir erleben, nämlich diese Deindustrialisierung und diese Verarmung. Vielleicht soll uns das auch etwas sagen oder helfen, woanders hinzuschauen. Vielleicht ist es auch ein guter Zeitpunkt, um sich mal im Leben komplett umzuorientieren. Weil offensichtlich das, was man bisher gemacht hat, jetzt nicht mehr gefragt ist oder aber nicht mehr so wichtig sein wird in Zukunft, weil ja auch viele Berufe werden einfach wegrationalisiert durch die Möglichkeiten der Algorithmen und der Robotik und so weiter. Kommt jetzt die Frage, was machen wir? Bestimmte Kreise sagen dann, ja, wir haben nutzlose Esser und wir müssen die im Grunde irgendwie beschäftigt halten. Also deswegen digitale Drogen. Kann man so sehen, wenn man aber sich als Konsument so sieht, ja gut, dann ist es leider so. Aber wenn du sagst, okay, ich habe auch eine andere Möglichkeit, ich kann mich jetzt auf mich selber mehr besinnen und bestimmte eigene, wie soll ich sagen, meine eigene Berufung erstmal die finden und dann auch dieser Berufung nachgehen. Und ich glaube, das ist jetzt eine Riesenchance in zweierlei Richtung. Wie gesagt, wir können abdriften in diese transhumanistische Hölle oder wir können in eine Art von, nennen wir es mal, ein kosmobiologisches Zeitalter, wo das Menschliche mehr und mehr, die menschlichen Fähigkeiten, die menschlichen Qualitäten, das menschliche Potenzial erst so richtig zum Tragen kommt. Und dadurch, dass wir jetzt in dieser Übergangsphase sind, ist es für viele erstmal sehr schwierig, sich zu orientieren. Ja? Also wie sollen wir sozusagen in Zukunft leben? Ja, auf welchen Grundlagen, auf welchen Werten. Ja. Es wird im Grunde alles jetzt neu gemischt. Es entsteht in gewisser Weise, das können wir auch sehen, eine Art von Machtvakuum. Ja. Das angloamerikanische Imperium, was vor allen Dingen nach dem Zweiten Weltkrieg ja die Welt dominiert hat, bricht gerade zusammen. Es entsteht jetzt eine Art Machtvakuum. Und die Frage ist, wie füllen wir das jetzt auf? Mit was für neuen Werten? Wie wollen wir neu leben? Wie wollen wir Beziehungen neu definieren? Und so weiter. Also das ist jetzt aus meiner Sicht was ganz wichtig ist. Und da müssen wir auf uns erstmal uns selbst besinnen, ja? Weil wir zu lange aus meiner Sicht im Außen verhaftet waren. Und dieses Außen, das wird jetzt sozusagen aufgelöst und jetzt hängen wir alle da und sind erstmal orientierungslos, logischerweise. So. Und das kann man jetzt negativ sehen, man kann aber auch darin eine Riesenchance sehen, dass man sich jetzt auf etwas besinnen kann, was vielleicht viel weniger diesen Auflösungsprozessen unterlegen ist, nämlich eine Art von Ruhepol oder innere Zentriertheit oder ein ich nenne es immer, du bist selbst der Felsen in deiner eigenen Brandung, also dass du sozusagen mehr und mehr auf dich selbst dich beziehst und in dir selber diese Sicherheit findest. Hm. Ich glaube, das ist jetzt einfach wichtig und dran. Und das ist natürlich kein einfacher Prozess, aber es ist notwendig. Ja. Weil es geht ja letztendlich immer um die seelische Entwicklung. Ja. Ja, sehr, sehr guter, sehr, sehr gute Punkte dabei. Ich habe da noch ein schönes Bild für den Satz, den du gesagt hast, die lichte und dunkle Seite arbeitet in gewisser Hinsicht in dieselbe Richtung. Und da hat Omar Mikhail Ivanov uns ein schönes Bild gegeben und zwar sagte er damals, stellen wir uns mal vor, da ist so ein Brunnen und da wird Wasser rausgeschöpft. Dann gibt es so diesen Kreis, der da drum ist und dann laufen die Leute im Kreis und dadurch wird das Wasser hochgepumpt. Also mechanisch macht das dann Sinn. Und wenn wir jetzt schauen, dann gibt es die eine Kraft, die läuft uns entgegen und die andere läuft von uns weg. Also wenn wir von vorne schauen, dann sieht das aus, als würde einer uns entgegenkommen, der andere würde sich von uns wegbewegen. Also man würde denken, die laufen jetzt in entgegengesetzte Richtung. Wenn wir jetzt die ganze Sache aber von oben betrachten, dann laufen die beide einfach im Kreis und laufen im Grunde in dieselbe Richtung. Ja. Das finde ich jetzt nochmal schön so, da sagte er auch, das sind eigentlich die lichten und dunklen Kräfte. Nur natürlich, die Motivation ist eine andere, aber letztendlich ziehen die am selben Strang. Das finde ich ist eine gute Sache, dass man das einfach mal so auch im Blick hat, dass die dunklen Kräfte da auch dafür arbeiten, also für die Entwicklung letztendlich. Die haben eine andere Motivation, sieht nach einer anderen Richtung aus, aber wenn wir das interpretieren und so analysieren und dann für uns so den Schluss ziehen, dann können wir das wieder nutzen. Und das ist ja der interessante Punkt, anstatt dagegen zu arbeiten wieder. Das ist ja dann, das wäre dann eigentlich unsinnig, wenn man so denkt. Da würde man sagen, okay, die ziehen ja beide das Wasser raus, wenn wir jetzt die dunklen Kräfte, sag ich mal, umbringen wollen, dann fehlt die Kraft und dann kommt das Wasser gar nicht mehr raus letzten Endes. In gewisser Weise sind sie wie ein Stachel,
der uns immer so ein bisschen piekt, damit wir nicht träge werden, damit wir nicht bequem werden, damit wir nicht in unserer Entwicklung stagnieren, wird immer so ein bisschen, wir werden gelockt und dann gleichzeitig aber kriegen wir auch wieder eins ein bisschen auf die Finger. Also dass wir im Grunde immer gewisserweise eine bestimmte Vorzugsrichtung beibehalten, ja, ja, könnte man sagen. Ja, das Bild ist auch ganz schön, das hat Amram Mikael Alver auch da noch in dem Kontext gegeben, wo er sagte, das ist so ein bisschen wie der Wolf bei der Schafsherde, der einfach immer aufpasst, dass alle beisammen bleiben. Und wenn alle dann beisammen sind und alle in Ordnung und Frieden sind, dann muss der Wolf nichts machen. Aber wenn einer mal wieder rüber geht, dann kommt der Wolf wieder und muss den auch mal beißen oder so. Ja, 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 also es ist tatsächlich so. Und natürlich sehen wir gerade sehr viele Probleme in der Welt. Probleme, aber Probleme oder Engpässe, könnte man es ja auch sagen, sind aus meiner Sicht die Sprungbretter in ein völlig neues und qualitatives Entwicklungspotenzial oder Entwicklungswachstum. Ja, also wenn wir sagen, Beziehungen. Beziehungen sind dermaßen strapaziert aktuell. Du hast aber auch das Problem, dass viele Menschen in so einer Unreife stecken aufgrund von traumatischen Erfahrungen der Vergangenheit, dass wir viele Menschen haben, die so kindlich naiv an, ich sag mal, an so eine Art Wunderpille-Glaube praktizieren. Mhm. Gerade immer noch so die Medizin so in den Himmel loben und meinen, die Medizin sei der Heilsbringer für alle Probleme dieser Welt. Also wer jetzt aus diesen letzten 3 Jahren noch keine wirklichen Schlüsse gezogen hat, der hat wirklich noch nicht richtig genau hingeschaut, muss man leider so sagen. Also wer es immer noch nicht begriffen hat, weil er einfach zu viel Verantwortung abgegeben hat, Eigenverantwortung weggegeben und auch Autoritäten blind gefolgt ist, der braucht offensichtlich noch andere Lektionen, die schmerzvoller sein werden. Weil man kann ja auch durch Einsicht und durch die Erfahrung, die andere bereits gemacht haben, eigentlich schon zu anderen, sagen wir mal, Schlüssen kommen, wenn man es wollte. Mhm. Ja. Und wir leben nun mal nicht artgerecht als Menschen in der heutigen Zeit. Das muss man einfach klar sagen. Vor allem in der westlichen Kultur. Wir haben uns extrem in den letzten 200 Jahren von unserer wahren Natur entfernt. Haben uns zwar so eine neue Welt aufgebaut, also eine künstliche Welt, eine technokratische Welt, und halten das für fortschrittlich. Technisch mag es das auch sein, aber was unsere Fähigkeiten anbelangt, die Art, wie wir miteinander umgehen und wie gesagt auch die Beziehung zu uns selbst, die hat sehr darunter gelitten. Wir sind ja fast selber schon zu Biorobotern mutiert durch diese Art und Weise. Und wir haben auch ein heutiges Bildungssystem, was ja massenweise wieder diese Bioroboter, diese Systemlinge, angepasste Pflichterfüller in millionenfacher Ausführung nachproduziert. Das heißt also, wir haben so vieles, sage ich mal, zu hinterfragen oder auch zu verändern. Das muss man erstmal wirklich, man muss ja erstmal das Problem richtig verstehen, in dem wir uns bewegen und nicht nur so wie so ein Blinder da rumtappen und da bin ich gegengeknallt, tut weh, dann gehe ich mal vielleicht in die Richtung. Man muss ja erstmal so dieses Gesamt, ich will nicht sagen Drama, sondern dieses Ereignis, in dem wir uns jetzt befinden, erstmal wirklich in der Gänze erfassen. Ja. Weil nur dann kannst du, das nenne ich Standortbestimmung, denn nur dann kannst du tatsächlich auch für dich, ich sag mal, und als Verantwortliche oder als derjenige, der gerade Verantwortung trägt, auch für die eigene Familie, für den eigenen Stamm, kannst du dann auch ganz andere Entscheidungen treffen. Mhm. Ja. Und hast wirkliche dann Wahlmöglichkeiten, als wenn du nur innerhalb dieser mentalen Käseglocke drin bist und alles brav glaubst und sobald irgendwas anders ist, kriegst du sofort Angst und wirst dann sofort wieder Sicherheit suchen, damit du wieder dieses Angstgefühl los wirst. Also diese Enge wird immer enger. Ne? Mhm. Und ja, man fragt sich, also ich frage mich wirklich, wie weit muss man es noch treiben, bis immer mehr Menschen sagen, jetzt ist Schluss. Ja. Jetzt ist Schluss. Ne? Unbedingt. Und da ist dieser schöne Punkt, den du auch gesagt hast, dass wir jetzt da zum Beispiel immer mehr Menschen einfach auch rausfliegen. Also immer mehr Menschen fliegen raus aus dem System, weil zum Beispiel der Job fällt einfach weg. Und dann ist natürlich von der dunklen Seite auch eine Lösung parat. Aber du kannst jetzt hier einfach reingehen. Du hast gesagt, diese mediale Drogen, dieses Verhätschelte, du bist einfach drin, bist von morgens bis abends, kriegst du deine Serien, kriegst deine Streams, kriegst deine ganzen Gefühle in der digitalen Welt, holst dir das alles ab. Oder aber wir sagen dann, nee, lass uns doch jetzt das machen, was eigentlich auf dem Plan steht. Und du hast es auch so schön gesagt, das sehe ich genauso, dass es jetzt um den Menschen geht, um die Entwicklung. Und da denke ich auch, was ist jetzt wichtig? Ist es Heilung wichtig, Persönlichkeitsentwicklung, dass wir die Beziehung aufbauen, die Bindung aufbauen, wie du sagst, das Bewusstsein anheben, dass wir uns diesen Themen widmen und dann wieder mit den Menschen, mit anderen Menschen in Kontakt kommen. Und ich habe letztens einen Zukunftsforscher gehört, der meinte, um das hier in Deutschland auf die Bühne zu bringen, brauchst du eigentlich 1 Million Menschen, die mit Menschen arbeiten, als Heiler, als Coaches, als Trainer, Berater, Dienstleister, um genau diesen Punkt gerade zu lösen. Und das ist eigentlich grandios, weil, und das ist ja bei vielen auch die Berufung gerade. Und wenn man überlegt,
Wenn, das macht ja auch aus meiner Sicht nur Sinn, wenn wir die Technik haben, dann kann die ja viele Sachen machen, so Waschmaschine, Spülmaschine, ist ja alles grandios. Und wenn wir uns dann aber im Gegenzug um uns wieder kümmern, weil, wie du sagst, die ganzen Traumata, die da sind, wenn wir das jetzt heilen, wenn man sich mal vorstellt, 1 Million Menschen sind dafür da, das konkret jetzt zu tun, was für Heilung hier in Deutschland passieren würde, wenn die wirklich auch konkret mit anderen Menschen wieder arbeiten. Und da denke ich, wenn das der Rückschluss ist auf diese Ereignisse, ja, grandios. Besser geht's doch nicht. Ganz genau, ganz genau. Sehe ich genauso. Also, ich sage mal so, Deutschland war mal ein Land der Dichter und Denker in der Aufklärungszeit. Dann sind wir ein Land der Ingenieure, der Techniker, der Erfinder geworden im Zeitalter der Industrialisierung. Und in Zukunft werden wir ein Land der Heiler, der Visionäre, der Geisteswissenschaftler, aber auch der Botschafter für wahre Freiheit werden. Warum? Naja, weil hier der größte Bedarf ist an Heilung. Und auch der größte Bedarf ist an Freiheit, muss man mal ganz klar sagen. Und die hauptsächliche Freiheit ist Freiheit im Geiste. Was darf ich denken und aussprechen? Ja? Und wir sehen ja gerade, dass hier eine massive Zensurwelle durchs Land geht, oder nicht nur hier, aber das ist ja nochmal verschärft worden jetzt zum Herbstbeginn. Es hat ja Gründe, warum offensichtlich immer mehr Zensur passieren muss. Weil bestimmte unbequeme Wahrheiten sonst zu sehr, zu schnell die Runde machen. Aber das kann man so oder so nicht aufhalten. Ne? Das muss man, das kann man jetzt ein bisschen verzögern und dadurch vielleicht sogar noch mehr Menschen aufwecken, die sich dann fragen: Ja, wieso wird denn der zensiert? Warum wird das jetzt zensiert? Kann ich ja gar nicht nachvollziehen, muss ich mir mal genauer anschauen. So. Also in gewisser Weise wieder, was Goethe sagte: Ich bin ein Teil von jener Kraft, die Böses will und Gutes schafft. Also Kraft und Gegenkraft, die sind immer da. Ja? Und insofern. Ist das schon okay, was hier passiert? Also es ist ein spirituelles Abhärtetraining. Wir Ja. lernen ja ganz viel dabei. Wir müssen lernen, zwischen Wahrheit und Lüge zu unterscheiden, das ist klar. Und da werden wir gerade richtig geprüft. Das Da ist eine gibt es doch Prüfung für jeden. zwei schöne Beispiele aus der Geschichte, aus meiner Lebensgeschichte auch, aber auch allgemein. Viele kennen das vielleicht. Die Ärzte hatten ja damals auch diese Zensurprobleme in den 80ern mit ein paar Liedern Claudia hat einen Schäferhund und dem Schlaflied und so weiter. Und dann hatten die erstmal ja wirklich harte Probleme, weil die dann nicht mehr auftreten durften. So 2 Jahre war wirklich heftig. Aber dann haben die gesagt, so bringen wir das Album ab 18 raus. Und da hat das wirklich so einen Sog nochmal erfahren. Das war das die Band, die initiierte Band und so weiter. Und dann haben die nochmal richtig ein Revival gehabt. Und waren dann letztendlich kurz danach richtig erfolgreich mit dem letzten Album, haben die sich aufgelöst. Auch 1993 sind die richtig, richtig durch die Decke gegangen. Aber da war das auch so, am Anfang war das schlecht, die Zensur, aber danach, als sie da die 2 Jahre Durststrecke überstanden hatten, dann konnten die das für sich wieder nutzen, das Album ab 18 machen und rausgehen. Ein anderes schönes Beispiel ist von Jan van Helsing, der damals dieses Buch rausgebracht hat, auch nach Zensur, Hände weg von diesem Buch. Das war eins der ersten Bücher in diesem Bereich, die ich gelesen habe. Ich dachte, boah, Hände weg von diesem Buch, klingt interessant. Hinten durchgelesen und dann gesagt, okay, das Buch muss ich lesen. Das ist einfach, geht nicht anders, ich komme nicht dran vorbei. Im Grunde kann man sagen, die verbotene Frucht. Genau. Verbote führen nur dazu, dass immer mehr Menschen sich fragen, ja, was ist denn das? Ja, also deswegen, Verbote bringen gar nichts. Man muss den Menschen zeigen oder auch den Kindern, wenn es darum geht, beibringen, wie sie mit Informationen oder mit bestimmten Wahrheiten umzugehen haben. Verbieten bringt ja gar nichts. Ja, das ist, was man in der Kindererziehung. Die Kinder werden Wege finden, dann doch ranzukommen. So, deswegen, es ist eigentlich ein Spiel, was wir hier sehen, muss man mal ganz klar sagen. Ja. Und es ist eigentlich auch ein verzweifelter Versuch, da irgendwie was zu deckeln, ja, was gar nicht deckelbar ist, wenn Vor man allem ist es mal. eine kurzfristige Nummer, weil langfristig wird sich Stimmt. das eh eher auflösen, dann wird es halt mit einem viel größeren Schwung zurückkommen. Das ist ja genau wie zum Beispiel bei die Ärzte gewesen und also bei vielen anderen auch. Natürlich wissen wir nicht, wie lange es dauert und wir müssen halt die Zeit überstehen und im Idealfall aber auch einfach weiter aktiv bleiben und uns gar nicht so sehr in dieses Kreuzfeuer hineinbegeben, in dem wir Genau. gewisse Sachen ja gar nicht so klar benennen, weil viele Sachen sind uns auch allen klar, die müssen wir nicht mehr so im Detail aussprechen und dann einfach weitergehen in die nächsten Ebenen. Deswegen auch immer so weiter. Deswegen mache ich das ja auch. Die Videos sind nur teilweise auf YouTube. Es gibt dann einen Community-Bereich. Bei dir gibt es die Online-Webinare, wo dann wirklich dann die Sachen auf den Punkt gebracht werden, weil da sind wir in einem Raum, der ist freier als jetzt in dem Raum, in dem wir uns hier gerade befinden. Ja, ist so. Ja, und das erkennen immer mehr Menschen und dann ist es halt so. Ne? Ja. Also es wird immer Wege geben, dass bestimmte Botschaften an die Menschen kommen, die dafür offen und bereit sind. Ne? Und Was auch ein. Ja, Entschuldigung. ich will nur sagen, jeder muss sich ja auch für diese Sachen selber qualifizieren, könnte man sagen. Ja? Also man muss sich schon auch ein bisschen
dahin bemühen. Ja, also ich sage immer, Wissen ist eine Hohlpflicht. Ja, man soll nicht nur so ein passiver Konsument sein und einfach nur sagen, ja, bring mir alles. Oh, du hast mir das immer noch nicht geliefert. Oh, das soll Geld kosten und so diese ganze Konsumentenhaltung. Sondern jeder muss sich da auch bemühen. Du musst ernsthaft auch, wenn du Fragen hast, wirklich versuchen, ernsthaft dahinter Antworten zu bekommen und nicht einfach nur so, ja, interessiert mich eigentlich gar nicht so, aber ich bin ein bisschen neugierig. So. Nee, Neugierde allein reicht hier nicht. Ja. Hm. Das ist also, sag mal, Recherche und Dinge aufdecken, da ist viel mehr Arbeit hinter, als die meisten sich vorstellen können. Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt, den du gerade sagst, dass es, wie dich jetzt auch etwas ist, wo wir proaktiv vorgehen. Also die Netzwerke schaffen, die Netzwerke pflegen, die Verbindung. Und das haben wir auch im Vorgespräch ja gehabt, wie das hinter den Kulissen auch immer mehr sich verbunden wird, wie man gegeneinander kennenlernt, ganz neue Szenen nochmal. Du hattest jetzt mit Leon Lovelock geredet aus der Hip-Hop-Szene und da werden nochmal ganz viele Menschen, die ganz andere Altersgruppen auch sind, also viel jüngere Menschen nochmal erreicht. Und da passiert ja halt unglaublich viel. Das ist sehr, sehr spannend, wie da immer mehr zusammenkommt. Mhm. Wenn wir jetzt mal schauen auf den Sinn, was ist der kosmische Sinn dieser ganzen Nummer? Wie würdest du sagen, kann man das in Worte fassen? Auch da möchte ich was vorlesen, weil das ist so auf den Punkt gebracht. Das hat mir damals nochmal sehr, ich sag mal, die Augen geöffnet. Es passt auch zu dem Thema, was wir machen. Und zwar möchte ich aus einem Buch was kurz vorlesen. Das heißt, du stirbst nicht, du wachst nur auf. Von Elizabeth April. Ist kein dickes Buch, aber da sind Passagen dabei, muss ich sagen, in dieser Klarheit. Lasst es mal auf euch wirken, ja. Und dann kann man noch viel eher, sag ich mal, von diesem übergeordneten Sinn auch bis in den Alltag das runterbrechen. Ja, also das ist jetzt nicht total abgefahrenes, naja, vielleicht für den einen oder anderen mag das vielleicht schon abgefahren klingen, aber es ist trotzdem, finde ich, sehr alltagstauglich. Und das ist das Schöne. Es ist sozusagen wie bei Ayurveda vom Kosmos zum Kochtopf. Also du kannst es wirklich, daraus kannst du dir etwas für den Alltag ableiten. Und ich glaube, das ist so entscheidend jetzt. Also lasst es mal auf euch wirken. Seit der Entstehung des Universums gibt es einen Kampf zwischen den höheren und niederen Frequenzen. Eine der wichtigsten Lektionen, welche der Allschöpfer sich vorgenommen hat, ist die Lektion der Harmonie. Das heißt, wenn er in der Lage ist, die Polarität zu harmonisieren, dann hat er die größte Lektion, welche er lernen wollte, erfolgreich abgeschlossen. Entsprechend ist auch die Erde seit Anbeginn der Menschheit ein intergalaktisches Schlachtfeld für hoch- und niedrig schwingende Wesenheiten. Trotz zahlreicher Versuche, alle Spezies im Universum zu versammeln und eine Art von Friedensabkommen unter ihnen zu schließen, kam es immer wieder zu einer Störung oder Umgehung dieser Verträge von Seiten der Wesen mit niedriger Schwingung. Nach vielen gescheiterten Versuchen kamen die Götter schließlich auf den ultimativen Friedensvertrag, nämlich eine hybride Spezies. Das sind nämlich wir. Die Zielsetzung lautete, wenn es den Göttern gelänge, alle Meister der Genetik im Universum zu versammeln und einige der mächtigsten, höher schwingenden Wesen zu nehmen und ihre DNS mit den niedrig schwingenden Wesen zu mischen, dann könnten sie den ewigen Streit im Universum vielleicht endlich lösen. So begann das genetisch-spirituelle Experiment mit den Menschen. Wenn diese besondere Spezies miteinander auszukommen und sich trotz des genetischen Mixes zu lieben, dann würde das beweisen, dass es im Universum einen nachhaltigen Frieden zwischen allen Spezies geben könnte. Viele verschiedene Spezies haben infolge des Staates dieses genetisch-spirituellen Experimentes ihre Zeit und DNS-Ressourcen in uns Erdenmenschen investiert, um uns zu erschaffen. Deshalb tragen wir Menschen auch eine so große Vielzahl von DNS verschiedener Spezies in uns. Das heißt, im Laufe unserer Entwicklung wurde uns in jedem wichtigen Aspekt der Evolution geholfen. Nichts an uns ist zufällig, sondern alles geplant. Unter Umgehung des kosmischen Gesetzes der Nicht-Einmischung inkarnieren derzeit auch viele höhere Wesenheiten als sogenannte Sternensaaten freiwillig auf der Erde, um uns bei diesem für das gesamte Universum so wichtigen Vorhaben behilflich zur Seite zu stehen. Das genetisch-spirituelle Experiment Menschheit ist der lebendige Friedensvertrag für das gesamte Universum und deshalb auch so wichtig und einzigartig. Das muss man erstmal auf sich wirken lassen. Es geht jetzt darum, auf dieser Erde, auf Midgard-Erde, die Welt der Menschen ist ein spiritueller Schulungsplanet für die seelische Entwicklung.
Entsprechend ist auf diesem Planeten sind sowohl die lichten Hierarchien als auch die dunklen Hierarchien vertreten. Deshalb haben wir auch so ein extrem starkes polares Spannungsfeld, in dem sehr viel möglich ist. Sowohl die abgrundtiefen Abartigkeiten, aber auch die schönsten und lichtesten Erfahrungen können wir hier auf der Erde machen. Das heißt, wenn wir uns sozusagen entwickeln wollen, dann, oder man könnte auch sagen, die Erde ist wie eine Art von Götterschule, dann ist unsere Aufgabe jetzt hier, in dieser Zeitqualität, in der wir uns gerade befinden, die Wahrheit und die Lüge voneinander unterscheiden zu lernen. Deswegen sind sozusagen die eine Seite ist vertreten, um uns eine illusorische Scheinwelt zu vermitteln oder das Angebot zu machen. Und die andere Seite bietet uns einen Weg an, den wir aber selber gehen müssen, um mehr zu uns selbst zu finden. Also sozusagen der Weg nach innen oder man könnte sagen, der Weg nach außen in die materielle Scheinwelt. Und gleichzeitig ist Midgard Erde auch der Beginn des geistigen Aufstiegs. Also es gibt sozusagen im Universum eine Art von, man könnte sagen, Masterplan, in dem wir uns befinden. Und dieser Plan beinhaltet eben bestimmte Entwicklungsstufen. Und dafür gibt es eben verschiedene Planeten. Es gibt auch höhere Planeten, die also ganz anders strukturiert sind als die Erde. Die Erde ist so ein Planet der Entscheidung. Hier wird sozusagen entschieden, gehe ich in die himmlischen Erden oder gehe ich in die höllischen Welten. Also hier wird sozusagen entschieden. Und das Problem ist, in der Vergangenheit, wenn Entwicklung einen technologischen oder technokratischen Weg eingeschlagen hat, dann konnte diese technokratische Entwicklung sehr schnell korrumpiert werden von den dunklen Kräften. Und dadurch letztendlich wieder die Technologie missbraucht werden. Und dann haben wir das, was wir bei Star Wars gesehen haben, nämlich Sternkriege. Das gab es ja in der Vergangenheit schon ohne Ende. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Das heißt also, dieser Weg funktioniert nicht mit Technologie für die Entwicklung. Das heißt, jetzt ist es wichtig, eine geistig-spirituelle Entwicklung zu machen, die auch was mit unserer Genetik zu tun hat. Also auch die Veränderung unserer Genetik. Denn das kannst du nicht korrumpieren. Denn die Fähigkeiten, die der Mensch in sich trägt, auch die höheren Fähigkeiten, die er in sich trägt. Oder man könnte auch sagen, es gibt so ein Buch, das heißt Supernatural von, ich glaube, Dispenza ist das, glaube ich. Diese höheren Fähigkeiten oder diese City-Fähigkeiten, würde man jetzt bei den Veden sagen, die offenbaren sich dem Menschen, wenn er eine bestimmte Art von Lebensweise praktiziert, also einen bestimmten, ich sage mal, tugendhaften Weg einschlägt, dann entfalten sich diese Fähigkeiten von alleine. Wenn man jetzt aber künstlich nachhelfen wollte mit, ich sage mal, magischen Ritualen, dann kann man zwar auch bestimmte Fähigkeiten rauslocken, aber sie werden dann dazu führen, dass dein Ego eher aufgebläht wird. Das heißt, die Motivation, diese Fähigkeiten dann zu haben, die dienen eher dazu, sich selbst zu erhöhen gegenüber anderen, vielleicht Macht auszuüben und das wird dann eher zum Machtmissbrauch führen. Das heißt, wenn du gelernt hast, mit anderen Menschen liebevoll und friedvoll umzugehen, dann wirst du automatisch diese Fähigkeiten nach und nach, wenn es für deine Entwicklung notwendig und wichtig ist, werden sich diese Fähigkeiten entfalten. Also diese, nennen wir es mal diese höheren Wahrnehmungsfähigkeiten, Hellsichtigkeit, Telepathie und solche Sachen oder auch heilerische Fähigkeiten. Wenn dein Motiv also sozusagen aus der Liebe kommt und nicht aus dem Egoismus, dann werden sie diese Fähigkeiten völlig natürlich in deinem Entwicklungsprozess entfallen. Wie ein Kind, das heranreift. Es entwickelt ja auch, wenn es unter bestimmten Bewegungen groß wird, ganz natürlich bestimmte Fähigkeiten. Wenn man jetzt versucht, künstlich diese Fähigkeiten herauszulocken, was ja meistens auf der dunklen Seite passiert, indem man Menschen auf eine bestimmte Art und Weise traumatisiert, dann kann man auch bestimmte höhere Fähigkeiten bewirken. Aber diese sind nicht natürlich entfaltet. Und dadurch, sage ich mal, gibt es da Probleme, weil du sozusagen einen natürlichen Entwicklungsprozess hier künstlich nicht nur unterbrichst, sondern auch vielleicht sogar künstlich beschleunigst. Und das wissen wir auch, wenn, ich sage mal jetzt ganz einfaches Beispiel, wenn die körperliche Entwicklung schneller ist als die psychoemotionale Entwicklung, also bei Jungs und bei Mädchen, also wenn die sozusagen schon in einem erwachsenen Körper drinstecken, der schon ausgereift ist, der auch in der Lage ist, schon neues Leben hervorzubringen, also das Stichwort Sexualität, aber im Kopf sind sie noch Kinder, dann ist das ein Riesenproblem. Das sehen wir heute auch in der Jugend. Die sind extrem körperlich schon reif, aber im Kopf sind sie noch Kinder, also sind noch sehr, sehr unreif. Und diese Diskrepanz zwischen der eigenen Reife und den Möglichkeiten, die zum Beispiel ein Körper zur Verfügung stellt oder auch bestimmte Machtmittel, die man hat, das können ja auch Mittel sein, die wir... was weiß ich, Geldmittel oder Einflussnahme auf bestimmte Menschen oder Gruppen. Ja. Wenn das aber mit Unreife gepaart ist, dann haben wir genau das, was vor 12.000 Jahren in Atlantis passiert ist, nämlich der totale Machtmissbrauch,
in Kombination mit Hochtechnologie. Und das führt immer in die Katastrophe. Das heißt also, wenn man jetzt diesen Zitat mal so für sich interpretiert, geht es jetzt nicht darum, als Seele, wenn wir jetzt hier auf diesem Planeten uns befinden, auf diesem Schulungsplaneten für seelische Entwicklung, geht es darum, jetzt die Liebe in allen Facetten kennenzulernen. Das heißt, wir sind hier, um zu allem, was ist, eine harmonische Wechselbeziehung aufzubauen. Das heißt, wir lernen uns selbst zu lieben, wir lernen andere zu lieben und wir lernen von anderen geliebt zu werden. Ja, das heißt, es geht hier immer nur um das Thema Beziehung. Wie baue ich Beziehungen bewusst zu der Welt um mich herum auf? Zu meinen Mitgeschöpfen, zu mir selbst, zum Schöpfer, zu allem, was ist, zur Natur. Und man könnte sich auch die Frage stellen, das ist eine Schlüsselfrage, die kann sich jeder mal stellen, finde ich eine sehr mächtige Frage, wenn man das mal auf sich wirken lässt. Die Frage lautet, wie sieht dein Daseinsprogramm innerhalb des Schöpfungsprogramms aus? Dein Daseinsprogramm ist dein Lebensplan, deine individuelle Berufung, die du dir selber auch vorgenommen hast, um innerhalb eines viel größer angelegten Planes oder Schöpfungsspiels bestimmte Erfahrungswerte zu sammeln, bestimmte Entwicklungsstufen zu vollziehen. Und diese Frage kann sich jeder stellen, weil jeder, der hier ist, hat sich freiwillig gemeldet. Er ist hier nicht hergeprügelt worden, sondern er hat sich freiwillig gemeldet, auch wenn er es vielleicht vergessen hat. Wir sind jetzt in einer Zeitqualität, die extrem eine hohe Ereignisdichte hat. Also man hat das ja Gefühl, dass die Zeit komprimiert sich gerade. Das ist ja extrem, was wir hier erleben. Gleichzeitig bietet es aber auch sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten. Also wir werden sozusagen richtig von den Umständen, könnte sagen, so gewalkt, ja. Und entweder zerbröseln wir zu Staub oder werden zu Diamanten geformt. Mal ganz vereinfacht. Das heißt, es geht jetzt extrem um Entwicklung. Das ist jetzt ganz massiv dran. Und das wird jetzt nicht nur individuell, sondern auch gesamtgesellschaftlich forciert. Durch diese verändernden Umstände, durch diesen Druck, der ständig jetzt seit 3 Jahren also extrem auf uns ausgeübt wird. Also es hat definitiv zugenommen. Wir kommen offensichtlich jetzt in eine bestimmte Zeitqualität, wo jetzt wirklich was Neues kreiert wird. Und wir wissen es aus der Natur, das ist ja auch die Losung der Freimaurer, aus dem Chaos eine Ordnung erschaffen. Das ist jetzt aber jetzt nicht einfach nur, weil die das mal geprägt haben, sondern die Natur an sich, die Schöpfung selber, verläuft ja auch zyklisch. Das heißt, es gibt Phasen, wo, wie wir es jetzt erleben, wo sich eine Ordnung, eine alte Ordnung auflöst. Dann gibt es eine Übergangsphase, die sieht chaotisch aus. Und dann plötzlich, wie aus heiterem Himmel, entsteht eine neue Ordnung aus sich selbst heraus. Wir kennen das von diesen sogenannten Klangfiguren, von diesen klattnischen Klangfiguren. Wenn man so Sand auf eine Lautsprechermembran legt und dann die Frequenzen hochfährt, dann gibt es Übergänge, wo es alles chaotisch ist und dann plötzlich erhöhst du die Frequenz noch ein bisschen und bumm, entsteht ein komplett neues harmonisches Muster. Das ist nur so ein Analogiebild, das uns zeigen soll, dass auch natürlich mit unseren, nehmen wir es mal mit unserem Bewusstseinszustand, mit unserer Art, wie wir wahrnehmen, genau das Gleiche passiert, nur in einem viel größeren Ausmaß. Das heißt, wir sind jetzt in dieser Übergangsphase, wo alles irgendwie, das Alte, das ist auch nicht mehr so richtig, das bricht zusammen, das Neue ist auch noch nicht so richtig etabliert, das war vielleicht im Ansatz schon erkennbar, aber es ist noch nicht so, dass wir sagen können, ja, wir können uns entspannen, die Ordnung ist wiederhergestellt, wir haben die Sicherheit im Außen, wir haben die Vorhersagbarkeit für die Zukunft. Das ist gerade nicht. Und das macht, glaube ich, vielen gerade Angst. Aber wenn man versteht, dass es hier trotzdem ein natürlicher Prozess ist, eine natürliche Evolutionsstufe, die wir gerade erreichen, so würde ich das bezeichnen, es ist eine Evolutionsstufe, ein Quantensprung, ein Bewusstseinssprung, den wir jetzt als Menschheit vollziehen. Und offensichtlich wird versucht, so viele Menschen wie möglich zu erreichen, um mitzukommen auf diese nächste Stufe. Aber entscheiden tut jeder für sich selber, ganz klar. Denn man muss auch verstehen, der Schlüssel zum Glück, nennen wir es mal ihn so, liegt in einer harmonischen Balance zwischen den eigenen Seelenbedürfnissen, also man könnte sagen, den eigenen Seelenwünschen, was jeder selber will, also dieses Ich will, und auf der anderen Seite, was muss ich tun? Weil ich bin ein soziales Wesen und ich habe natürlich auch eine gewisse Verpflichtung, also man könnte sagen, zwischen Rechten, die ich habe, die ich einfordere, aber auch Pflichten, die ich anderen gegenüber habe, weil ich bin ja ein soziales Wesen, ich lebe ja nicht allein auf diesem Planeten. Ich greife ja auf Erfahrungswerte und auch auf Errungenschaften, die meine Vorfahren erschaffen haben, zurück. Ja? Also der ganze Wohlstand, den wir auch in diesem Land haben, der wurde ja aufgebaut von den Generationen, die vor uns gelebt haben. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass innerhalb von wenigen Jahren das Ganze sozusagen
vor die Hunde gebracht wird. Ja? Also der ganze aufgebaute Wohlstand. Viele haben Jahrzehnte dafür geschuftet und wollten eigentlich nur einen ruhigen Lebensabend haben und jetzt werden sie eigentlich massenweise enteignet und in die Verarmung getrieben, so innerhalb kürzester Zeit. Ja, und daran siehst du, dass wir uns zwar auf uns selber besinnen sollten und ich sage mal so, was jetzt echt überlebenswichtig ist, ist ein gesunder Egoismus in dieser verrückten Zeit. Man muss wirklich auch gut bei sich selber bleiben. Und Egoismus muss man unterscheiden. Es gibt eine Egomanie, wo es extrem ist. Das ist sicherlich dann nicht mehr sozialverträglich, aber ein gesunder Egoismus ist, sage ich mal, jetzt hier überlebenswichtig. Und trotzdem sind wir soziale Wesen. Das heißt, wir gucken natürlich, wie geht es den anderen, wie geht es der Familie? Und je nachdem, wie man mit den Menschen dann auch reden kann, ob die zugänglich sind, sollte man sich natürlich auch fragen, welche Pflichten habe ich hier auch mitzutragen? Und wenn ich nur an mich denke, dann bin ich wie ein Parasit. Ja, also das ist auch so ein Gleichgewicht. Und du weißt selber, du kannst zwar alles für dich erreicht haben, den Wohlstand und was weiß ich, die Reisen und was weiß ich, was du dir unter Glück vorstellst, dann stehst du irgendwann auf der Spitze eines Berges, auf der Insel der Glückseligkeit. Nur dann kommt ein Problem. Du guckst um dich rum und siehst, vielen Menschen geht es nicht so. Und wenn du dann noch, sage ich mal, wirklich Zugang zu deinem Wesen hast und fühlen kannst, dann wirst du das Leid der Menschen sehen und dich dann auch fragen, ja, warum ist das so und wie kann man das ändern? Und das meine ich halt. Wir haben Wünsche, die sollen wir auch bitte weiterverfolgen, aber wir haben auch gewisse Verpflichtungen, weil andere Menschen eben vielleicht noch nicht so weit sind oder andere Probleme haben und wir haben vielleicht die Lösung dafür. Das heißt, jetzt kommt es darauf an, dass wir uns auch gegenseitig hier, ich sage mal, unterstützen und helfen. Das will ich damit nur sagen. Das ist dieses, und das ist auch das Glücksgefühl, wenn ein Mensch dir aus tiefster Seele Danke sagen kann, weil du ihm geholfen hast. Das ist Glück. Genauso ist es Glück, wenn du etwas dir selber vorgenommen hast, was du gerne erreichen möchtest und es erreicht hast. Das ist auch Glück. Aber nur das eine, nur für die anderen sich aufopfern oder nur seine eigenen Ziele verfolgen, das ist zu extrem. Das wird dich irgendwann nicht mehr glücklich machen. Das ist wie eine Droge, die wird immer größer. Oder aber, wenn du nur für die anderen da bist, wirst du irgendwann ausgelaugt sein. Weil gerade viele Menschen sehr bedürftig sind und sehr viel Energie auch brauchen. Weil sie sozusagen wie ein, ja, man könnte fast sagen, wie ein schwarzes Loch sind. Sehr bedürftig sind, sehr viel Zuwendung brauchen, die sie vielleicht nie bekommen haben als Kinder gerade. Und dann ist die Frage, wie groß ist dein Energieakku? Ja? Und das sind alles so Dinge, damit muss man sich heute auseinandersetzen. Aber grundsätzlich geht es trotzdem darum, zu allem, was ist, harmonische Beziehungen aufzubauen. Zu sich selbst, zu dem, was um uns herum ist, also sprich zu den Mitmenschen und eben auch zum Allschöpfer, aus meiner Sicht jedenfalls. Das sind so wichtige Dinge, mit denen wir es uns jetzt hier zu tun haben. Und das ist letztendlich auch das, was den Sinn ausmacht. Um das ganze Interview kostenfrei weiterzuschauen, besuche einfach unsere Website fanfrieden.de oder klicke auf den Link in der Beschreibung.